Hallo bei Bildner TV und dem nächsten Video unserer Reihe für Fotoeinsteiger. Korrekte Belichtung ist das Pflichtprogramm für gute Fotos. Und die Kür ist dann die kreative Gestaltung. Nicht zu hell und nicht zu dunkel müssen Fotos sein. Und deshalb erfahrt ihr zunächst, wie ihr mit Blende, Verschlusszeit und ISO richtig belichtet. Los geht's! Hallo Christian! Hallo Ella, ich hoffe, du hast unser letztes Video, das eher technisch zum Thema Objektive war, überlebt. Ja, ich habe auch sehr, sehr fleißig in unserem Buch nachgelesen und das alles natürlich verinnerlicht. Ja, Gott sei Dank. Na gut, weil heute wird es ein bisschen praxisorientierter, nicht mehr so ganz so theoretisch. Heute geht es um Belichtung. Das ist ja das A und O der Fotografie, also ob ein Bild zu hell oder zu dunkel oder genau richtig belichtet ist, da hat man Einflussmöglichkeiten drauf. Zwar sind Kameras heutzutage so wahnsinnig toll und funktionieren auch in der Automatik normalerweise so gut, dass man richtig belichtet. Aber es gibt halt so Situationen, da klappt das nicht so. Und deswegen gehen wir heute mal ganz konkret an die Faktoren, an die drei Faktoren, die wichtig sind für die Belichtung. Also was man beachten muss, damit man ein super Foto haben kann. Was man beachten muss, um zumindest richtig belichtete Fotos zu haben. Ja. Das ist vielleicht auch eher ein technischer Aspekt, die richtige Belichtung. Die Gestaltung, also ob das Foto, ob das Motiv dann Spaß macht, ob ich es länger anschaue, ist natürlich wieder eine andere Sache. Ja. Aber ein gutes Foto muss zumindest mal richtig belichtet sein. Und deswegen braucht es halt diese Grundbegriffe Blende, Verschlusszeit, Empfindlichkeit, ISO. Die muss man einfach mal gehört haben, begriffen haben und dann kann man auch, wenn denn die Kamera nicht so macht, wie man das gerne möchte, eingreifen und die Belichtung dann manuell steuern. Aber keine Sorge, manuell klingt schon wieder sehr nach professionell, also so weit sind wir noch nicht, aber wir kommen da langsam hin. Wollen wir vielleicht die Begriffe ISO, Verschlusszeit und Blende, genau, vielleicht mal abklären? Machen wir jetzt. Ich denke, wir fangen an mit Blende. Wir greifen die Information auf, die wir auch im letzten Video schon hatten. Blende, also Blendenöffnung, Lichtstärke eines Objektivs. Da schaue ich jetzt mal, ob ich mein altes, hier ist mein altes Objektiv. Da kann man nämlich sehr gut die Blende sehen. Machen wir das nochmal kurz, ganz schnell. Hier sieht man, das Objektiv hat eine Öffnung, durch die Licht fällt. Kleine Öffnung, großer Blendenwert. Bitte merken, kleine Öffnung, großer Blendenwert. Das heißt, wenn ich an der Kamera einen Blendenwert einstelle, der groß ist, heißt es, die Öffnung ist sehr klein. Das ist ein Fakt, den muss man einfach mal verinnerlichen, weil gerade Anfänger da oft durcheinander kommen. Die denken, großer Blendenwert, ja, kommt viel Licht rein. Genau umgekehrt. Großer Blendenwert, kleine Blendenöffnung. Also das, was man jetzt hier gerade sieht, ist eine, also jetzt bei diesem Objektiv, eine Blendenöffnung von 32. Also Blende 32. Viele Kit-Objektive haben gar nicht so kleine Blenden. Die hören irgendwo bei Blende 22 auf oder so. Ist auch schon eine sehr kleine Öffnung. Wenn ich jetzt hier aufmache, die Blende aufmache, also die Öffnung hier vergrößere, komme ich bei diesem Objektiv auf einen Blendenwert von 4. Also je kleiner der Wert, desto größer die Öffnung, desto mehr Licht kommt durch. Und das hat Auswirkungen auf die Bildgestaltung und auch auf wiederum auf die anderen beiden Werte, ISO und Verschlusszeit, aber da kommen wir jetzt gleich noch drauf. Jetzt haben wir ja die Blende nochmal abgeklärt. Was hat es denn mit dem ISO-Wert und der Verschlusszeit zu tun? Ja, also diese drei Werte, jetzt hätte ich beinahe gesagt, ein Wertepaar. Stimmt ja nicht, es ist ein Wertetrio. Dieses Wertetrio bestimmt, wie viel Licht auf den Sensor fällt, also wie die Belichtung aussieht. Wenn die drei Werte zusammenpassen, stimmt die Belichtung. Wenn einer der drei Werte nicht passt, werden die Bilder zu hell oder zu dunkel. Ganz konkret, ich habe jetzt eine Blende, die zum Beispiel, nehmen wir mal eine Standardblende F1 5,6. 5,6 ist so eine Standardblende, die bei hellem Sonnenlicht draußen, wenn ich irgendwo Leute draußen fotografiere oder eine Landschaft oder so, kann ich eine Blende von 5,6 einstellen. Also wir reden hier jetzt tatsächlich schon vom manuellen Einstellen, aber nur um die Begriffe zu erklären. Letztendlich fotografiert man am Anfang sehr viel mit Automatikprogrammen, die dann die Werte teilweise automatisch einstellen. Aber jetzt einfach nur zur Erklärung.
gehen wir mal von dem manuellen Einstellen aus. Ich stelle die Blende 5,6 ein. Dann brauche ich dazu eine passende Verschlusszeit und eine passende Empfindlichkeit. Die Verschlusszeit besagt, wie lang fällt Licht auf den Sensor. Also wie lang macht der Verschluss der Kamera auf, lässt also Licht hindurch. Und diese Verschlusszeiten liegen jetzt bei dieser Situation, heller Himmel, Sonnenlicht, Leute draußen, Landschaft, vielleicht bei einer 250stel Sekunde, also einem Bruchteil einer Sekunde, eine 250stel. Die Verschlusszeiten gehen von mehreren Sekunden bis zu einer 4000stel Sekunde, bei manchen Kameras bis zu einer 8000stel Sekunde. Also je nachdem, welche Kamera man hat, kann man unterschiedliche Verschlusszeiten einstellen. Die Verschlusszeitenreihe ist eigentlich genormt. Also die ist bei jeder Kamera die gleiche. Ich habe jetzt zum Beispiel eine 250stel Sekunde, die kann ich bei jeder Kamera einstellen. Dann kann ich eine 125stel Sekunde, eine 60stel Sekunde, eine 1/8 Sekunde und so weiter. Die sind bei jeder Kamera gleich. Also gehen wir mal davon aus, wir haben jetzt die Blende 5,6 eingestellt, also eine bestimmte Öffnung im Objektiv. Und dann dazu eine Verschlusszeit von einer 250stel Sekunde. Dann brauche ich noch die Empfindlichkeit. Und die Empfindlichkeit besagt, wie empfindlich reagiert der Sensor auf Licht. Je höher die Empfindlichkeit, desto weniger Licht brauche ich, um korrekt zu belichten. Das heißt, wenn der bestimmt die Empfindlichkeit, wenn der ISO-Wert sehr hoch ist, reicht sehr wenig Licht, um richtig zu belichten. Wenn er sehr niedrig ist, brauche ich mehr Licht. Also ich habe jetzt zum Beispiel Blende 5,6, Verschlusszeit eine 250stel Sekunde und ISO 200. Das ist so ein Standardwert, den man in so einer Situation einstellen könnte. Und in so einer Situation heißt, kannst du ein Beispiel nennen? Ja, also wenn ich draußen bin, wir haben irgendwie Sonnenlicht, okay. Ich habe eine Landschaft zu fotografieren oder auch Leute in der Stadt, was auch immer. Also ich habe helles Tageslicht, da sind diese drei Werte möglich und da kann es passieren. Also man muss natürlich immer auf die Situation achten. Wenn ich irgendwo im Schatten bin oder wenn das Sonnenlicht sehr reinhaut, das muss man dann anpassen. Aha. Das müsste man dann manuell anpassen. Eben einen dieser drei Werte müsste man dann anpassen, wenn denn die Bilder zu hell oder zu dunkel sind. Mhm. Wenn die Bilder zu hell sind, dann muss ich den ISO-Wert verringern, damit der Sensor weniger empfindlich auf Licht reagiert. Oder ich muss die Blendenöffnung schließen, dass weniger Licht durchkommt. Oder ich muss die Verschlusszeit verlängern. Also diese drei Werte spielen zusammen. Und deswegen sage ich ja, die manuelle Einstellung ist noch relativ kompliziert am Anfang. Aber um eben diesen Zusammenhang zu erklären, gehen wir jetzt einfach mal von diesen drei manuell eingestellten Werten aus. Ja, ich denke es mir gerade. Also wie schwierig oder wie langatmig ist es dann, die drei Werte einzustellen, wenn man verschiedene Fotosituationen hat, einmal im Schatten, einmal in der Sonne, die schnell umzustellen, die Werte? Als Beispiel, früher in der analogen Fotografie war es fast unmöglich, schnell zu reagieren. Da brauchte man sehr, sehr viel Erfahrung oder sehr viel Geld, um dann einen Abzug nach dem anderen zu entwickeln zu lassen, um zu sehen, wie hätte ich denn da jetzt fotografieren sollen. Ist natürlich schwierig. In der Digitalfotografie ist es viel einfacher. Ich nehme die Kamera in die Hand, das mache ich jetzt einfach mal und stelle mal irgendwelche Werte ein. Ich habe jetzt hier zum Beispiel eine 125stel Sekunde eingestellt. Das heißt, schauen wir uns das mal kurz hier auf der Kamera an. Bei dieser Kamera ist es jetzt sehr einfach dargestellt. Wir haben ein Rad für die Verschlusszeit. Mhm. Wir haben hier ein Rad für die Empfindlichkeit, okay. ISO. Ja, aber das ist nicht bei jeder Kamera so, nein, oder? Das ist nicht bei jeder Kamera so. Bei anderen Kameras werden diese Werte übers Display eingestellt, über Drehräder oder irgendwas. Also das ist von Kamera zu Kamera unterschiedlich. Mhm. Aber ich habe jetzt diese Kamera mitgenommen, weil man es hier halt wirklich sehr einfach sehen kann, auch sehr, sehr gut dargestellt. Die Blende stelle ich hier direkt am Objektiv ein. Ich habe hier Werte von 1 zu 1,2 bis 16. Und dann hier der Punkt A wäre eine Automatik, dann würde die Kamera praktisch die Blende automatisch einstellen. Aber wir stellen jetzt einfach mal irgendwelche Werte ein. 5,6, ISO 400 ist auch so ein Standardwert und eine 125stel Sekunde. Und jetzt mache ich einfach mal ein Bild von dem Regal, das hier steht. Schauen wir mal. Und dann schauen wir uns auf dem Monitor eben das Bild mal an. Es ist ziemlich finster. Mhm, das stimmt. Es ist
Wir können das sogar hier sehen. Ich habe jetzt an der Kamera einen Knopf gedrückt, um dieses, es nennt man Histogramm, es ist eine grafische Darstellung der Helligkeitsverteilung, einzublenden. Und hier sieht man, hier auf der Seite wären helle Bereiche, hier wären dunkle Bereiche. Und man sieht, hier ist alles furchtbar finster. Also es sind praktisch keine mittleren und hellen Bereiche in dem Bild da. Das heißt, es ist einfach unterbelichtet. Mhm. Also die sind so abgeteilt. Hier die hellen, hier die dunklen. Und weil die Diagramme im dunklen Bereich genau, sind, genau, daran sieht man jetzt, es ist ein ziemlich finsteres Bild. Also wenn ich es nicht sowieso schon auf dem Display oder jetzt hier auf dem Monitor sehen würde, könnte ich anhand dieses Histogramms, das übrigens jede Digitalkamera hat, auch gleich erkennen, naja, hier stimmt was nicht. Mhm. Ein optimales Bild wäre einfach in den ganzen Kästchen genau, verteilt. Genau, da wäre jetzt also eine Verteilung irgendwo mehr oder weniger gleichmäßig. Machen wir das nochmal weg. Und jetzt, einfach nur testhalber, verändere ich den ISO-Wert, also die Empfindlichkeit, mal auf ISO 1600 und mache mal ein ähnliches Motiv und schauen wir uns das nochmal an. Jetzt. Ja, es ist deutlich heller. Sieht schon auf deutlich jeden Fall. Heller aus. Jetzt bin ich auf das Histogramm gespannt. Aha. Also die Balken bewegen sich auf jeden Fall. Genau. Wir haben immer noch keine optimale Belichtung. Allerdings sind jetzt in diesem Motiv keine wirklich extrem hellen Bereiche da. Deswegen wäre das Histogramm jetzt schon mal ganz ordentlich, aber noch nicht optimal. Also ich kann hier noch weiter verstellen, in dem Fall eben manuell. Probieren wir noch einen anderen Wert. Wir nehmen eine kürzere Verschlusszeit. Das heißt, der Verschluss wird jetzt etwas länger geöffnet als vorher. Gehen wir mal auf eine 30. Sekunde und machen wir das Motiv nochmal. Und jetzt ist es wirklich gut belichtet. Ja. Allerdings sieht man jetzt hier schon, diese Kamera zeigt an, hoppala, da ist was zu hell, überbelichtet. Also das ist jetzt der Punkt, an dem man sagen würde, okay, hier reicht's jetzt, weil diese Bereiche, die hier blinken, zeigen an, da ist nur noch weiß. Mhm. Da ist also keine Struktur mehr, da ist nichts mehr übrig an Motivinformationen, sondern einfach nur eine weiße Fläche. Okay. Also das heißt, wir wären hier eigentlich schon ein bisschen zu weit gegangen mit der Belichtung. Das ist ja praktisch, dass das angezeigt wird. Kann man das irgendwie einstellen? Das kann man an jeder Kamera einstellen. Okay. Also ja gut, an jeder modernen Kamera. Die meisten Digitalkameras haben diese Funktion. Das ist eine Clipping-Anzeige. Man nennt das Clipping, also die Tonwerte im hellen Bereich sind über einem bestimmten Grenzwert und zeigen dann nur noch weiß an. Also sollte man auch immer eingestellt haben, damit man weiß, man ist auf der sicheren Seite. Ist sicherlich angebracht, da muss man halt im Handbuch nachschauen, weil das von Kamera zu Kamera natürlich unterschiedlich einzustellen ist. Aber diese Clipping-Funktion ist sehr hilfreich, um sofort auf den ersten Blick beurteilen zu können, oder ist was überbelichtet. Da muss man auch nicht nachbearbeiten, wenn man vorher schon... Richtig, richtig. Ja. Klar, ich meine, allerdings, das muss man auch sagen, ganz klar sagen, wenn ein Foto extrem überbelichtet ist oder extrem unterbelichtet. Also in dem einen Fall, bei der Überbelichtung, wenn sehr viele Bereiche da sind, die nur noch weiß sind, also wo keine Struktur mehr zu sehen ist, sondern einfach nur eine weiße Fläche wie ein weißes Blatt Papier, da hilft mir die Bildbearbeitung auch nichts mehr. Mhm. Ich kann da keine Informationen rausholen, die nicht da sind. Ja. Deswegen ist die Belichtung eben so wichtig. Also es gibt viele Leute, die denken, ja, Bildbearbeitung, kein Problem, mache ich ja hinterher alles dann. Aber es stimmt einfach nicht. Wenn die Belichtung komplett falsch ist, kann ich auch per Bildbearbeitung nichts mehr retten. Also vorher schon darauf achten, dass die drei Werte absolut optimal eingestellt sind. Genau. Ich hatte ja vorhin gesagt, es gibt die Möglichkeit, manuell einzugreifen. Das haben wir jetzt hier gemacht, indem wir die Werte manuell verändert haben. Blende, Verschlusszeit, Empfindlichkeit. Es gibt natürlich viele Kameras und die meisten Einsteigerkameras werden auch so verwendet, so wie jetzt zum Beispiel die hier. Ich habe hier eine Canon EOS M50 dabei. Es ist eine Einsteigerkamera. Auch eine Systemkamera mit Wechselobjektiven, die hat hier ein Programmwahlrad und hier gibt es ein grünes Symbol für die Vollautomatik. Die Vollautomatik bedeutet, wenn ich die Kamera jetzt einschalte, die Kamera misst ein Motiv, das ich anvisiere, aus. Es misst die Helligkeitsverteilung und stellt dann die Werte für Blende, Verschlusszeit und Empfindlichkeit ganz automatisch ein. Mhm. Die Problematik dabei ist. Ich wollte gerade fragen. Ich denke mir. Die Problematik dabei ist, wenn die Kamera ein Motiv nicht optimal erwischt. Also wenn das Motiv sehr sehr hell ist oder sehr sehr dunkel, kann es passieren, dass die Kamera falsch belichtet. Mhm. Und dann muss ich eben eingreifen.
Wie man das jetzt tut, zeige ich an dieser Canon M50. Ich mache jetzt einfach mal im Automatikmodus ein Bild von diesem weißen Schrank. Da ist die Chance relativ groß, dass die Kamera nicht wirklich gut belichtet. Jetzt schauen wir uns dieses Foto an dem Monitor hier mal an. Hier ist der weiße Schrank. Mhm. Es ist insgesamt zwar recht ordentlich belichtet, also die Kamera, erstaunt mich jetzt selber, hat doch eine relativ gute Belichtungsmessung hingekriegt. Schauen wir uns mal das Histogramm an bei dieser Kamera. Es könnte noch ein bisschen heller sein, weil der Schrank ja wirklich rein weiß ist. Also die Kamera hat jetzt dazu tendiert, das lieber etwas zu dunkel zu belichten. Wenn ich jetzt eingreifen möchte in die Belichtung, in die Belichtungskorrektur, dann muss ich das bei dieser Kamera machen, indem ich ein bestimmtes Menü aufrufe. Hier sieht man am unteren Bildrand, hier kommen verschiedene Optionen, auf die ich trotz Vollautomatik jetzt Einfluss habe, nämlich Hintergrundunschärfe. Und was für mich jetzt interessant ist, ist die Helligkeit. Wenn ich hier bestätige, kann ich jetzt die Bildhelligkeit verändern, heller oder dunkler machen. In ziemlich weitem Rahmen sogar. Und das ist jetzt der Vorgang der Belichtungskorrektur. Das heißt, wenn ich in der Vollautomatik fotografiere und merke, das Foto, das die Kamera jetzt geschossen hat, ist zu hell oder zu dunkel, rufe ich mir dieses Menü der Belichtungskorrektur auf. Also in diesem Fall heißt es eben einfach nur Helligkeit, was ja auch sinnvoll ist. Und ich verändere dadurch dann die Helligkeit. Das heißt, ich muss nicht wirklich in irgendeinen manuellen Modus gehen, in irgendeinen professionellen Belichtungsmodus, sondern ich kann schon mit der Automatik arbeiten und kann dann eben direkt Einfluss nehmen auf die Bildhelligkeit. Das funktioniert jetzt nicht nur bei der Canon so, sondern bei allen Einsteigerkameras. Eine Belichtungskorrekturfunktion hat jede Kamera. Also bei dieser Kamera kann man die Werte ISO, Verschlusszeit und Blende nicht wirklich einstellen. Doch, natürlich, doch, kann man aber, auch. Aber man kann das Bild auch anderweitig verändern. Ja, die kann man. Es geht eben darum, wenn man jetzt mit den Werten Blende, Verschlusszeit und ISO rumhantiert, sollte man ein bisschen Erfahrung haben, was diese Faktoren bedeuten und was die bewirken. Mhm. Weil die gestalterische, es sind nicht nur Belichtungsfaktoren, sondern auch gestalterische Faktoren, erkläre ich gleich noch. Wenn es nur darum geht, die Helligkeit eines Bildes zu steuern, okay, kann ich genauso gut in der Automatik fotografieren und dann eben über diese Belichtungskorrektur die Helligkeit einfach ein bisschen verdrehen in die Richtung, wie ich es gerne hätte. Geeignet am besten für Anfänger, um sich da erstmal ein bisschen reinzufinden. Genau, um sich reinzufinden, um erstmal zu sehen, gut, jetzt die Kamera reagiert auf solche Motive, eben mit zu hellen, zu dunkel Bildern. Ich muss ein bisschen eingreifen, kriege dann meine Bilder hin und ich entwickle dann dadurch auch ein Gefühl, wie hell muss ich denn belichten, dass ein Motiv gut wirkt. Das ist ein Lernprozess und irgendwann kann man dann sagen, okay, jetzt möchte ich nicht nur korrekt belichtete Bilder, sondern ich möchte meine Bilder gestalten. Mhm. Und da kommen dann vor allem die beiden Werte Blende und Verschlusszeit ins Spiel. Du hast ja vorher von Bildgestaltung gesprochen. Ja. Wie verändert man denn ein Bild mit der Blende? Das zeige ich jetzt am besten gleich mal ganz konkret an einem Beispiel. Dazu wechsle ich wieder zu der anderen Kamera, weil sich hier die Blende einfach ganz schnell am Objektiv verändern lässt. Jetzt suche ich mir erstmal Belichtungswerte, also ISO, Verschlusszeit und Blende, um ein korrekt belichtetes Bild zu erzeugen. Dann kannst du mir mal so eine Vase da geben? Ja, natürlich. Was hättest du gern? Pink, blau? Ja, genau. Passt. Ich fokussiere jetzt auf die Spitze von dieser Vase und mach mal ein Foto. Schauen wir uns das mal an, ob es passt. Naja, noch nicht wirklich. Ich erhöhe jetzt hier die Empfindlichkeit, also den ISO-Wert, um das Bild ein bisschen heller zu gestalten. Es ist jetzt kein großes Kunstwerk, aber es geht ja nur um die Darstellung, was man jetzt mit der Blende macht. Also, wir haben jetzt hier diese Vase im Blick. Mhm. Und alles dahinter ist? Alles dahinter ist unscharf. Mhm. Das soll auch so sein. Das soll jetzt erstmal so sein. Und wir können jetzt diesen Effekt
verändern durch die Blende. Also den Unschärfeeffekt, den kann man steuern über die Blende. Das heißt, je weiter ich die Blende öffne, also je größer die Blendenöffnung ist, je kleiner der Blendenwert, um das nochmal zu wiederholen, kleiner Blendenwert, große Öffnung, je kleiner dieser Wert ist, desto extremer wird auch der Unschärfeeffekt im Hintergrund. Ich gehe jetzt mal hier auf Blende 1,4 und passe die anderen Werte dementsprechend an. Mach nochmal ein Foto. Und man sieht jetzt hier, hier ist das erste Foto, es ist alles noch relativ gut zu erkennen und hier wird es schon extrem unscharf. Ja. Also durch die Blende verändert sich der Unschärfeeffekt. Mhm. Das bedeutet jetzt zum Beispiel ganz konkret in der Porträtfotografie, arbeitet man eher mit großen Blendenöffnungen, kleinen Blendenwerten, um jetzt auf den Menschen zu fokussieren, auf die Augen zu fokussieren. Und dann den Hintergrund möglichst unscharf zu gestalten. Weil man möchte bei einem Porträt ja diesen Menschen darstellen und nicht den Hintergrund. Ja. Andersrum, in der Landschaftsfotografie möchte man vom Vordergrund bis zum Hintergrund möglichst alles scharf haben, weil ich will ja die gesamte Landschaft sehen. Dann arbeitet man mit kleinen Blendenöffnungen eher größeren Blendenwerten. Also wenn ich dann Blende, zum Beispiel Blende 11 einsetze oder Blende 16, dann habe ich eine Schärfentiefe, das ist der Fachbegriff dafür, Schärfentiefe von vorn bis hinten. Ich habe also wirklich von vorn bis hinten alles scharf im Bild und das erreiche ich eben über die Blende, also jetzt bei der Landschaftsfotografie kleine Blende, großer Blendenwert und in der Porträtfotografie begrenzte Schärfentiefe, kleiner Blendenwert, große Blendenöffnung. Ja, die Blende ist ja abgehakt. Ich habe es kapiert. Was ist nun mit der Verschlusszeit? Die Verschlusszeit bestimmt, wie ein, also jetzt müssen wir ein konkretes Beispiel. Wenn man jetzt fließendes Wasser fotografiert und man hat eine sehr, sehr kurze Verschlusszeit, dann wird das fließende Wasser zum Beispiel von einem Wasserfall eingefroren. Also man sieht einen ganz winzigen Augenblick dieses Wasser runterfließen, aber wenn die Verschlusszeit eben sehr, sehr kurz ist, ist das Wasser quasi statisch. Mhm. Je länger die Verschlusszeit wird, desto eher gibt es einen Verwischeffekt, so einen duftigen, keine Ahnung, Effekt, der so neblig wirkt, gerade bei fließendem Wasser. Also solche Bewegungseffekte steuert man über die Verschlusszeit. Ein anderes Beispiel, zum Beispiel in der Nacht, wenn man eine Stadt fotografiert, vorbeifahrende Autos fotografiert, diese sogenannten Lichterspuren. Je länger die Spur ist, die man in einem Foto sieht, desto länger war auch die Verschlusszeit. Okay. Weil ein Auto, das vorbeifährt, braucht halt eine Weile. Und wenn die Verschlusszeit jetzt eine halbe Sekunde oder eine Sekunde ist, dann erkenne ich diese gesamte Lichterspur in meinem Foto. Wenn ich die Autos einfrieren will, quasi in der Bewegung einfrieren, brauche ich eine sehr kurze Verschlusszeit. Vielleicht haben wir ein Beispielbild in unserem Buch hier, die kleine Fotoschule. Ich schaue mal, ob wir ein Foto hier in dem Buch dazu finden. Hier sieht man einen Springbrunnen fotografiert. Der ist zweimal mit unterschiedlichen Verschlusszeiten fotografiert worden. Einmal mit einer sehr kurzen, einmal mit einer sehr langen Verschlusszeit, wobei sehr lang, sehr kurz natürlich relativ ist. Dieser Effekt hier, dieses quasi Einfrieren der Wassertropfen in der Bewegung, wird mit einer sehr kurzen Verschlusszeit fotografiert, also in dem Fall würde ich schätzen, einer 500stel oder einer 1000stel Sekunde. Das andere Motiv wird mit einer relativ langen Verschlusszeit fotografiert, wahrscheinlich eine halbe Sekunde bis eine Sekunde. Und hier entsteht ein Bewegungseffekt, der eben so dieses fluffige, neblige des Wassers zeigt. Ja, mir gefällt ja das rechte Bild fast besser. Ja, es ist natürlich eine Geschmacksfrage und wie gesagt, es geht um Bildgestaltung. Und an diesem Beispiel sieht man sehr gut, wie der Fotograf ganz bewusst Entscheidungen treffen kann, um Motive eben zu zeigen. Ja. Mit einer langen Verschlusszeit kann ich eben Bewegung ausdrücken. Andererseits ist die Gefahr bei einer langen Verschlusszeit, dass ich halt einfach nur verwackel. Aber das sind alles Entscheidungen, die der Fotograf treffen muss. Aber ich habe eben über die Blende und die Verschlusszeit sehr viele Möglichkeiten, auf die Bildgestaltung Einfluss zu nehmen. Der dritte Faktor ISO, die Empfindlichkeit. Da geht es jetzt eher weniger um die Bildgestaltung. Die Empfindlichkeit ist eher so ein technischer Faktor. Da geht es um das Thema Bildrauschen. Und
Das müssten wir auch mal ganz kurz konkret am Monitor zeigen, was es bedeutet, mit niedrigem ISO-Wert zu fotografieren und mit hohem ISO-Wert. Dann lass uns das mal anschauen. Das probieren wir jetzt gleich aus. Ich mache ein Foto hier vom Regal. Wir haben jetzt, hier sieht man es auch auf dem Monitor, den ISO-Wert 200 eingestellt. Jetzt schauen wir mal, ob die Belichtung überhaupt funktioniert. Ja, das sieht gut aus. Es ist jetzt nicht optimal belichtet, aber es ist schon ganz okay. Wir haben jetzt, wenn wir uns dieses Foto mal in der Vergrößerung ansehen, hier, es ist ein leichtes, minimales Bildrauschen da. Also dieses Grieselige, dieses etwas Grieselige sieht man. Aber, wie gesagt, das ist eine extreme Vergrößerung jetzt, wenn man sich dieses Motiv anschaut. Das fällt in dem Ausdruck oder auch im Internet niemals auf. Mhm. Also da müsste ich schon wirklich sehr nah an den Motiv rangehen, um diese Strukturen, diese Grieselstrukturen da zu entdecken. Und das kann man irgendwie umgehen? Kann man nicht umgehen. Dieser ISO-Wert von 200 ist bei dieser Kamera sowieso schon das Niedrigste, was man einstellen kann. Je niedriger der ISO-Wert, und das ist jetzt der wichtige Punkt, je niedriger der ISO-Wert, desto sanfter wird so ein Bild, desto weniger Bildrauschen hat ein Bild. Wenn wir die ganze Sache jetzt mal mit einem ISO-Wert ganz extrem von 12.800 machen und dementsprechend die Belichtungswerte und auch die Blende anpassen. Machen wir mal das gleiche Motiv nochmal. Und jetzt ranzoomen, dann sieht man schon, hier rauscht es heftig, also wirklich heftig. Mhm. Wie gesagt, bei der Empfindlichkeit, beim ISO-Wert geht es nicht um Bildgestaltung, sondern es ist ein technischer Faktor. Wenn mir wichtig ist, dass ein Bild qualitativ das Maximum bringt, muss ich niedrige ISO-Werte einsetzen. Dann rauscht es weniger. Andererseits, wenn ich jetzt in einer Situation bin, wo ich relativ wenig Licht habe, eine Reportagesituation, zum Beispiel eine Taufe in der Kirche, da ist es relativ finster und ich habe nur begrenzt Möglichkeiten, jetzt die Verschlusszeit zu verändern und die Blende. Die Verschlusszeit, alles was über zum Beispiel irgendwo einer 60. Sekunde ist, ist dann schon zu lang, um aus der Hand zu fotografieren. Das heißt, ich stelle jetzt mal eine 60. Sekunde ein und mache die Blende, stelle die Blende auf zum Beispiel 2,8. Und jetzt sehe ich mache meine ersten Fotos und sehe, ups, das wird alles viel zu dunkel. Und das ist Tatsache, es wird definitiv zu dunkel in normalen Kirchen. Dann muss ich die Empfindlichkeit erhöhen, also den ISO-Wert erhöhen. Dadurch brauche ich weniger Licht, um richtig zu belichten. Mhm. Aber es rauscht. Und jetzt muss ich eben die Entscheidung treffen, okay, lebe ich mit diesem Rauschen oder verzichte ich auf den Fotojob? Weil letztendlich, wenn die Fotos alle unterbelichtet sind und nicht mehr rettbar sind per Bildbearbeitung, weil sie einfach zu finster sind, dann denke ich persönlich, egal, dann lass uns mit bisschen Bildrauschen leben, dann gehe ich halt auf ISO 1600, ISO 3200. Übrigens ein konkreter Tipp, was das Bildrauschen angeht, man sollte das an der eigenen Kamera ausprobieren. Einfach mal in den Keller gehen, wo es finster ist, nur ein Licht einschalten und dann mit verschiedenen ISO-Werten fotografieren und diese Fotos dann am Computer anschauen. Dann kann man am besten beurteilen, Wo ist die Grenze? Wo stört mich jetzt Bildrauschen wirklich? Weil jetzt bei den normalen Kameras, die man so haben kann, jetzt hier zum Beispiel bei der M50 von Canon, mit der habe ich auch schon mit ISO 6400 fotografiert und das war absolut in Ordnung. Wenn man da einen Abzug macht mit 13x18 oder die Fotos im Internet zeigt, hält sich das Bildrauschen in Grenzen, ist okay. Aber wenn es dann noch höhere Werte genau notwendig sind, dann wird es halt einfach heftig. Mhm. Aber wie gesagt, ausprobieren, dann kann man entscheiden, bis zu welchem ISO-Wert man gehen kann. Mhm. So, ich hoffe, ich konnte ein bisschen Licht in diese Thematik Belichtung bringen. Auf jeden Fall. Also super. Ich habe es endlich gecheckt und wenn auch ihr das alles nochmal nachlesen wollt, dann guckt doch einfach mal unten in der Beschreibung. Dort findet ihr einen Link zu dem Buch Meine kleine Fotoschule. Ja, lasst uns einen Daumen hoch hier, wenn euch das Video gefallen hat. Abonnieren auch nicht vergessen, denn es werden auch noch weitere Videos folgen. Ich freue mich sehr darauf. Bis bald bei Bildner TV. Bis bald. Tschüss.